das Aufkommen ist ganz etwas Spezielles. Und zwar eigentlich bei jedem Wetter, im Sommer wie Winter. Du kommst in das Tal rein und du denkst, wow, das Tal. Das Tal gehört auch am Heimeli, das ist unser Tal. Eben das Herzöffner-Tal, ich habe es noch schön gefunden. Es ist die Köpfenflur, es ist das Rauschen vom Bach. Es ist, wenn du morgen früh kommst, du schaust in den Strehlenpass rauf, dann kommt die Sonne dort. Ja, es stimmt so viel. Es heisst da auch Jatz. Und Jatz heisst auch, ist so quasi ein Ruheplatz, eine Wiese zum Liegen. Also hat ja auch ein bisschen eine Ebene. Und wir gehen davon aus, dass man halt einfach hier schon noch eingekehrt ist, bevor man halt noch über den Strehlenpass gegangen ist. Also das Ziel war so, jeder Gast, der geht, soll sagen, hey, ich komme dann wieder. Und wir haben auch ganz, ganz viele Gäste, die immer wieder kommen. Und ich glaube, alle die Leute, die hier hinten halt mit dem Heimeli, mit dem Sapin zu tun haben, das sind alles ein bisschen, ja, schon verliebt in die Gegend.